Das erste, was ich mir bauen werde, ist ein Herd. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Essen nehme ich mit. Kräuter, Wasser. Solange ich es noch nicht brauche, lasse ich's. Plündern. Nein. Weil hierhin zurückkommen können wir immer noch. Teddybär. So, was haben wir hier? Drehtabak. Nehmen wir mit. Düngemittel, Biomüll. Den wir als Düngemittel in unserem Garten zum Anbau von Kräutern und Gemüse verwenden können. Eignet sich auch als Köder für Kleintierfallen. Immer noch Teile. Waffenteile. Ja. Jetzt sind wir voll. Nicht ehrlich gesagt blöd. Aber gut. Ich habe gehofft, dass ich noch irgendwie fressen finde, aber irgendwie. Ja. Sechs Stacks. Nein. Davon haben wir erstmal genug. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich noch irgendwie was zu fressen finde, aber habe ich mich ein bisschen geirrt. Ich habe gerade gelesen, es stand da gerade Düngemittel, wir können uns etwas anbauen. Hab ich noch eine Art Schaufel, ach, mecker nicht. Ich finde es blöd, dass wir nur einen plündern lassen können. Ich frage mich, ob wir die Ratte da oben jagen könnten, theoretisch. Und was ich mich auch frage, wenn wir ein Gebäude nicht zu 100% gelootet haben, ob es da noch Zeug gibt. Also beziehungsweise, ob da irgendwie dann am nächsten Tag vielleicht Zeug verschwindet. Oder zum nächsten Tag hin. Ich meine, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die hier am Plündern sind. So. Ist hier offen. Nein! Das heißt, theoretisch können wir dann dieses Haus nochmal durchsuchen. Bei Materialien gibt es ja eigentlich genug. Haben wir ja unten gesehen, das ist eine Menge Holz da. Richtig Holz vor der Hütten. Was haben wir hier? Uiuiui. Einen können wir noch mitnehmen. Aber das war's dann auch. Hier durchgucken. Machen wir hier. Nichts. Okay. Machen wir mal die Tür auf. Sie ist abgeschlossen. Ey. Renn zum Ausgang. Na, dann sind wir hier eigentlich durch. Marco ist zurück. Yeah. Le. Tag 3. Hallo, seht euch diese ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. Wir haben ausgeplündert. Jemand ist dann. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist danach gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Was? Pablo wurde leicht verletzt. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und sie haben nur geringfügig Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Waffe hatten. Pablo wurde verletzt, aber die Angreifer haben nichts gestohlen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Scheiße. Marco hat auf der Suche nach Vorräten. Hungrig und müde, jawoll! Weißt du, es ist so scheiße. Hungrig und leicht verletzt. Hungrig und müde! Immer essen. Leicht verletzt. Du bist müde, du gehst schlafen. Du bist. Ja, wirst dann noch hungriger. Scheiße. Du gehst da schlafen. Und du bist der
einzige, der nicht, der zumindest ausgeruht ist. Wir mal Radio hören. Kacke. Kacke. So. Note, bless the radio, Errungenschaft freigeschaltet. Hat uns angewiesen, blablabla, Front, naja. Boah, okay. Ist nichts Neues. So, Werkbank, was können wir bauen? Yay, ein Herd. Zehn davon, 5 Holz. Streiche ich mal hier weg. So, den Herd packen wir in die Küche. Platzieren. Ich sollte vielleicht versuchen, irgendwie selbst was anzubauen. Ich glaube, auf Dauer wäre das sinnvoll. Leicht verletzt, ey. Scheiße. Immerhin ist der eine Typ nicht mehr krank. Wasser, ach du Scheiße, Brennstoff. Gekochtes Essen, Gemüse, Wasser, Brennstoff und was ist das? Rohes Essen. Nahrhafter als rohes Essen, es ist besser mit Gemüse. Ja, Scheiße. Ja, ich hätte vielleicht das Spiel anders anfangen sollen. Ehrlich gesagt, ich kann nichts. Na gut, ich kann noch mal gucken, ob ich noch irgendwas bauen kann. Regenwassersammelbecken. Das wäre vielleicht sinnvoll. 15 davon, 5 Holz und 3 Teile. Ich glaube, das wäre grob gesagt am sinnvollsten, weil Destille. Ja, können wir einen widerlich schmeckenden, jedoch hochprozentigen Alkohol herstellen. Wir könnten ihn dann gegen Dinge eintauschen, die wir brauchen. Erwarte nur nicht zu viel. Stimmt, Tauschhandel, gegebenenfalls als Desinfektionsmittel oder sowas. Das ist sinnvoll. Metallwerkstatt ermöglicht uns, Werkzeuge herzustellen wie Schaufeln für die Trümmerbeseitigung, Brechstangen für das Aufbrechen von Türen. So wie Messer für die Selbstverteidigung. Später könnten wir sie nutzen, um fortschrittlichere Werkzeuge herzustellen oder sogar Schusswaffen zu reparieren. Nee, aber erstmal Grundversorgung hier herstellen. Wo sollen das hin? Können wir das hinstellen? Können wir das draußen hinstellen? Nein. Hier hin. Ins Badezimmer? Das ist so perfide, aber eigentlich genial. Komm, es kommt ins Badezimmer. Alter, wie der Typ abdreht gerade. So, ich bezweifle, dass ich danach noch was bauen kann. Vielleicht einen weiteren Stuhl. Also wenn wir 3 Stühle haben, ist schon mal gut. Dann freuen wir uns. Ah, was mich wurmt, dass die alle hungrig sind. Messer zur Selbstverteidigung. Ja. Ja, wir wurden ja gerade geplündert. Was haben wir hier? Das können wir nicht benutzen. Ein wenig relativ sauberes Wasser. Du wirst es benötigen, um eine gute Mahlzeit zu bereiten oder Alkohol herzustellen. Ja. Ja, das ist mir schon klar. So. Oh, das ist ja wirklich schnell. So, ja, nicht mal Stuhl können wir uns leisten. Wonderbra. Ja. Können wir nichts anderes machen. Hungrig, immer noch hungrig, hungrig. Hungrig, leicht verletzt sogar. Mit dem gehen wir auf jeden Fall wieder plündern. Der ist verletzt, der schläft. Ja, und der schiebt Wache.
noch nichts anderes machen. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Lebensmittel, etwas Lebensmittel, keine Lebensmittel. Ich würde sagen, dann... Ja, das war irgendwie klar. Nein. Meine Dame, nein. Heute nicht. So, eine Menge Lebensmittel oder eine große Menge Lebensmittel. Also, ich würde sagen, ich scheiße jetzt erstmal so ein bisschen aufs Bauen. Und dann kümmere mich darum, dass wir überleben. Deswegen, Gefahr steht da auch noch, ne? Vorsicht ist geboten, hier nichts. Ach komm, weißt du was, scheiß drauf. YOLO und so. Plündern. Das ist der Teil, von wo aus die Schüsse kamen. Ich muss vorsichtig sein. Ah, okay. Man kann sich verstecken. Das finde ich cool. Das finde ich gut. Er plündert im Innenhof. Mistkerl. Was will er von uns? Ich weiß nicht, Bosina wird ihn erschießen, sobald er ihn sieht. Ist tot. Kaffee, yay. Aber erstmal alles mit. Ich nehme, was ich kriegen kann und gebe nichts mehr zurück. Zeig dich. Versteck dich nicht. Das Wasser, oder? Kann ich nicht runter? Die Tür ist vergittert. Ich brauche ein Sägeblatt, um durchzukommen. Hahaha! Ja, scheiße. Versteck dich nicht. Verdammter Mistkerl. Privatbesitz. Du bist tot. Was? Komm ich da jetzt nicht rein? Warum nicht? Aua! Aua! Scheiße! Scheiße! Ja. Zack, dir. Kacke. Da ist der wieder. Ach, scheiße. Marco ist gestorben. Marco wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Ja, das ist blöd, weil. Hungrig, traurig, müde. Hungrig, leicht verletzt, erholt sich traurig. Scheiße, hier, die haben nichts zu essen. Sie töteten Marco wie einen Hund. Ganz ehrlich, okay, ich weiß auf jeden Fall, womit ich anfangen muss. Rein theoretisch werde ich auch immer nur zwei Betten brauchen, erst am Anfang. Beziehungsweise mein erstes Ziel wird nicht sein, Betten zu bauen, sondern den fucking Herd. Und ich werde das Spiel nochmal von vorne anfangen. Ich spiele grundsätzlich immer so Spiele, dass ich erstmal gucke, zumindest solche Art von Spielen, so bei einem Shooter oder sowas ist egal. Aber wo man halt wirklich Entscheidungen treffen muss und so, will ich dann das Spiel lieber nochmal von vorne anfangen. Mit einem besseren Anfang. Deswegen aufgeben. Und ja. Eigentlich. Ach, Workshop gibt's auch noch. Erneut versuchen, meine eigene Geschichte schreiben muss. Person für den Anfang auswählen. Workshop Zivilist. Okay. Nee, warte mal. Das Team wollte ich nicht. 9 Zivilisten bestimmen. Die Situation in der Stadt ist ernst. Hochladen? Meine Geschichte speichern. Oh, das sind das kurz. Der Winter kommt niemals. Stadtkarte.
gewählte Orte. Hä? Ruhiges Haus. Könnte es vielleicht sein, dass wir so ein bisschen hier gerade selbst uns ein Spiel zusammenstellen können? Dann dennoch versuchen einige die Pforte zu plündern. Können damit rechnen, dort auf andere Plünderer zu treffen. Vermutlich ist es jedoch am besten, ihnen aus dem Weg zu gehen. So, bevor die Kriegszone oder das Gebiet vom Militär. Ich glaube, damit werde ich mich auch nochmal beschäftigen. Boah, krass. DLC? Was? Ja, stimmt. Und Kindern auch noch, natürlich! Komm, wir schicken Kinder in die Ruine. Tage bis zum Waffenstillstand. Ah, ich glaube, das ist, die Vorratsknappheit ist ein Problem, aber noch kein schwerwiegendes. Ich könnte mir also quasi was richtig Leichtes zusammen mixen. Oder der Winter kommt früh, macht mir das dann richtig schwer. Und dann hier auch moderat und hier richtig lange Zeit. Und möchte die Geschichte wirklich verlassen? Ja. Ich möchte es erneut versuchen. Kate, Bruno und Pavle. Ne, Katja. Ah! Mal Anniversary Edition. Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, spielst du auf jeden Fall den Inhalt der Anniversary Edition mit neuen Orten, neuen Charakteren und einem neuen Ende. Ansonsten wird es zufällig mit eingebaut. Okay. Du wirst deinen aktuellen Fortschritt verlieren, bist du sicher? Ja. Ich starte einfach nochmal neu. Und als nächstes würde ich dann vielleicht irgendwie was Eigenes zusammenmixen.